Buch Shmuel, vierte Kapitel. Vayidevar Shmuel lechol Israel, vayetze Israel likrat Pelishtim lamilchama, vayachanu al even haezer, ufilishtim chanu baafek. Vayachu Pelishtim likrat Israel, vatitosh hamilchama. Vaynagef Israel lifnei Pelishtim, vayaku bamaracha basadeh ke'arbat alafim ish. Nicht vergessen, wir machen noch weiter mit der Geschichte von Kriege. Ja? Das ist die direkte Fortsetzung von Buch Shoftim. Buch Shoftim war die letzte chronologische Sache, was passiert ist, war Shmuel und Plishtim. Aber es gab noch einige Kapitel, Pesel Micha und anderen Sachen, Pelegesh Bagiva. Das ist, was wir schon gesagt haben. Das war nicht chronologisch. Ja, also die letzten Kapitel von Shmuel, von Shoftim, das ist eigentlich am Anfang passiert. Aber Shimshon, er war der letzte Shofet von Buch Shoftim. Es gab noch zwei andere, Eli und Shmuel. Und Plishtim machen uns noch einmal Probleme. Und deswegen, das ganze Volk Israel kommt jetzt. Es gab Lager von Plishtim, Lager von Am Israel. Alle gehen auf dem dort ein Schlachtort und sie machen dort einen Krieg. Plishtim töten von uns 4000 Menschen. 4000 Menschen töten sie von uns. Jetzt, warum? Warum ist es so? Wegen der Avodah Zarah. Nicht vergessen, es gab noch Pesel Micha, was wir noch immer gedient haben. Deswegen sagt Hashem, ihr dient Avodah Zarah, kein Problem, ihr werdet verlieren. ויבוא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל למה נגפנו אדוני היום לפני פלישתים נקחה מאלינו משילו את ארון ברית אדוני ויבוא בקרבנו ויושענו מכף אויבינו וישלח העם שילו ויישאו משם את ארון ברית אדוני צבאות יושב הקירובים ושם שני בני אלים ארון ברית האלוהים חופני ופנחס עם ישראל גיין צורק אינדן לגה ונזג אוקיי יצ בגינן ויה אנדרי טקטיק צומחנו ומח נוחם על דן קריג וגן נוחם על גגן פלישתים אבא Wir machen das jetzt, wir nehmen Aron Hashem, die Bundeslade von Hashem, wo dort die Luchot Abrit sind und all die Sachen, Sefer Torah von Moshe Rabbeinu, wir nehmen das auf dem Front und wir werden so den Krieg gewinnen. Und auch die zwei Söhne von Eli, Hofni und Pinchas, die sollen das tragen. Und das haben sie auch gemacht. ויקבו ארון ברית אדוני למחנה, ויריעו כל ישראל תבואה גדולה ותהום הארץ. Es war das ganze Volk Israel, sie gesehen haben, oh, die Bundeslade geht jetzt mit den anderen Soldaten aus, wir gewinnen. Warum? Weil sie wissen, überall wo die Bundeslade kommt, wir haben dort Erfolg, wie wir gesehen haben im Buch Joshua, Jericho und all die Kriege. וישמעו פלישתים את כל התרועה, ויאמרו מכל התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים, וידעו כי ארון אדוני בא אל המחנה. פלצליך כאן דפלישתים, שיירין עוד מתשופרות, זה מיד עושים זאת, מה זה איזה גרוי שפון שופר? פון דמלאגה פון עם ישראל, וזן דה מוטיבציון, וי, ויאם פון דנה פיית אוז מנשן הוא גברך. ודיאם יפן, אוניין דיאם דיבונדסלאדה. ואום אוניין? שאני מייץ. ויהיו הפלישתים, כי יאמרו בא אלוהים אל המחנה, ויאמרו אוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. אוי לנו, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה? אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. או ניין זאג נעץ די פלישתים. וזה אין דאס, אין דאס שלימס יספסיית, ואז יספסיית? די בונדסלאדה, דאס גוט פון עם ישראל איז גקומן אין דן פונט. יא, צו דם קריגסאוט. Wir werden es verlieren. Wissen sogar die Plishtim das. Wir werden verlieren. Warum? Weil erstens, das ist Gott. Wir können nicht gegen Gott sein. Gut, dass Sie es wissen, ja, zuerst. Zweite Sache ist, wir kennen schon diesen Gott mit den anderen Völkern. Von Makaba Midbar, Makimet Mitzrayim, wo er schon die Ägypter bestraft hat, die 10 Plagen und dass er noch das Yamsuf ihn geteilt hat. Wir kennen ihn. Das bedeutet, wir kennen schon diese Ha-Elohim, Ha-Adirim, Ha-Ele. Diese Götter, diese starke, mächtige Götter. Aber wie Götter? Wir haben nur einen Gott. Ja, aber damals, die Menschen, die haben geglaubt an viele Götzen. Der Götzen von Feuer, der Götzen von Wasser, der Götzen von Himmel, der Götzen von Erde und viele, viele Götzen. Und sie haben gesehen, sie wussten, dass der Gott von uns, er hat viele Kräfte. Deswegen, sie haben ihn so genannt, die viele Götter. Warum? Weil für sie haben geglaubt, dass jede Sache, zum Beispiel jedes Wesen hat seinen Gott. Jede Kraft hat ihren Gott. Aber die sagen, ja,
Ihr Gott, er ist der, mit vielen Kräften. Weil Elohim selbst, das Wort, das ist Kraft. Ja, von mehreren Kräften. Rashi sagt uns, es gab bei denen noch eine Erklärung, in Zifri. Midrash Zifri sagt uns, es gab bei denen Tzadikim und Reshaim, sogar bei Plishtim. Die Tzadikim sagen, oh nein, wir werden verlieren. Die Reshaim sagen, warum? Weil das ist, wer wird uns retten vor diesem starken Gott? Die Reshaim sagen, nein. Der Gott, dieser Gott von Am Israel, er hat schon all seine Plagen schon benutzt, ja, für die Mitzrim. Er hat schon alles gemacht. Darm, Zfadea, Kinim, ja, Blut, Frösche, all diese Sachen, 10 Plagen, ta-ta-ta, in der Wüste, im Meer. Er hat schon alles benutzt. Was kann er schon gegen uns machen? Welche neue Sachen kann er uns machen? Also zwei Arten, so sagt uns laut Sifri Midrash. Deswegen sagen die Plishtim, mit Chazku vayula anashim pelishtim, pen ta'avdu la'ivrim, kasher avdu lachem, v'yitem la'anashim v'nilchamtem. Deswegen sagen die Plishtim, seid stark zu sich, ja, also gegenseitig. Kommt, wir müssen jetzt stark sein, wir bekämpfen sie. Entweder wir gewinnen, oder auch wenn wir nicht gewinnen, zumindest wir sollen keine Sklaven sein an die Juden, an die Hebräer, wie sie bei uns Sklaven waren. Vayilachamu Plishtim, Krieg geht weiter. Vayilagav Israel, vayanusu ish le'ohalav, ותהי המכה גדולה, ויפול מישראל 30,000 רגלים. קריג גבינט, אז הוא בגינט, und 30,000 Menschen von uns Juden sind umgebracht worden. Wie, אהרון השם, חופני ופנחס, וי! machen wir kurz noch weiter und danach erklären wir das. ואהרון אלוהים נלקח, מנת, die Plishtim haben die Bundeslade genommen, getragen. Was, wie? So heilig ist es, ja, die haben genommen. Ushne bene Eli metu, Hofni und Pinchas. Die zwei Söhne von Eli, die Prophezeiung kommt schon, ja, also das passiert jetzt. Die zwei Söhne von ihm, Hofni und Pinchas, die sterben. Machen wir hier kurz Punkt. Der Abarbanel, er sagt uns etwas Schönes bezüglich dieser Erklärung. Warum sterben wir überhaupt? Wir haben die Bundeslade genommen. Warum sterben wir dann? Einige Gründe. Vier Gründe gibt es, warum wir gestorben sind. 30.000 und noch davor 4.000. Vier Gründe dafür. Erster Grund, wegen die Avodah Zarah, was wir schon davor gesagt haben. Das Götzendienst, ja, die Götzendienst von Am Israel, weil sie gedient haben, Götzen von Micha. Deswegen sind wir gestorben, obwohl wir die Bundeslade genommen haben. Zweite Sache ist, anstatt an HaKadosh Baruch Hu zu beten, bitte Gott, hilf uns, bitte wir sollen gewinnen. Was machen wir? Okay, wir nehmen einfach die Bundeslade und wir gewinnen. Nein, ihr sollt nicht gegen Gott so Gott zwingen, euch zu helfen. Gott soll euch aus Liebe helfen. Betet an ihn, macht Tshuva und dann wird er euch helfen. Ja, aber ihr denkt, ihr werdet Gott zwingen. Ich mache jetzt das und das und Gott ist gezwungen, mir zu helfen. Vergiss. Gott wird mir mit der ist mit Absicht, aus Prinzip, er wird dir nicht helfen. Und statt 4.000 Menschen noch waren 4.000, aber danach noch 30.000 Menschen sind gestorben. Warum? Weil Gott sagte, ihr wolltet gegen mich zwingen, euch zu helfen? Niemand kann mich zwingen. Ich bin der Allmächtige. Dritter Grund. Sie haben den Propheten nicht gefragt. Ihr kommt jetzt, ihr wollt eine Tat machen, etwas Schlimmes, ja, weil die Bundeslade hat nie den Mischkan verlassen. Aber die Zeitpunkt von Moshe Rabbeinu bis jetzt. Und ihr nehmt diesen Mischkan zu euch auf dem Krieg. Okay, zumindest fragt den Oberrabbiner, den Prophet von damals. Nein, wir brauchen keine Antwort von ihm. Wir brauchen keine Bestätigung. Wir, die Soldaten, wir nehmen das einfach. Also, bestraft. Vierter Grund ist es, wegen die zwei Söhne von Eli. Weil die sollen bestraft werden. Und deswegen, heute ist der Tag, wo sie bestraft werden. Weiter. Weil, noch etwas sagen wir von Midrash, dass die Plishtim, wer war von Plishtim? Ein bekannter Mann, und zwar Goliath. Goliath, er war auch in diesem Krieg, sagt uns der Midrash. Und mit König David, ja, Goliath. Und er hat genommen, von der Bundeslade hat er genommen, die zwei Luchot Abrit. Alle sind schon gegangen, alle Plishtim sind gegangen in Ashdod. So sagt uns der Midrash, er gibt uns dann noch eine tiefere Geschichte als das, also noch erweitert. Er geht in Ashdod, circa 60 Meilen, circa 60 Kilometer. Er geht dorthin, mit allen Plishtim. Und er beginnt jetzt zu jonglieren mit Luchot Abrit. Ja, er schmeißt es, zu spielen damit. Und alle sind dort, alle lachen, alle haben dort Freude. Die Plishtim. Und jetzt, Vayarotz ish Binyamin me'amaracha. Es gab eine Person von Stamm Binyamin.
vom Krieg. Er hat das gesehen, er hat das gehört. Er läuft schnell nach Ashdod, 60 Kilometer. Wer ist zuerst diese Person? Oder zuerst erklären wir, was er gemacht hat. Laut der Midrasch. Er ist gekommen zu, also er ist gegangen nach Ashdod, weggeschnappt von Goliath die zwei Luchot Brit und wieder gelaufen zurück. Aaron, die Bundeslade selbst, bleibt dort. Ist zu schwer für ihn. Aber die zwei Luchot Brit hat er genommen und weggelaufen. Wer ist diese Person, diese unbekannte Person? Ich bin Yamin. Rashi sagt uns, das ist König Shaul. König ist noch falsch zu sagen, er war noch kein König zu dieser Zeit. Aber Shaul, er war der erste König von Am Israel. Wir werden noch in diesem Buch noch über ihn lernen, wer gekrönt wurde und all diese Sachen. Aber er war diese Person. Er hat es gerettet. 60 Kilometer. Er hat niemandem gefragt. Warum? Er wusste, wenn ich jetzt die Sanhedrin befrage, darf ich das machen? Alle sagen mir nachher, nein, du darfst nicht machen, das ist Lebensgefahr. Er hat gesagt, nein, ich mache jetzt Kinat Hashem, ich laufe dorthin alleine und was passiert, passiert. Er hat es geschafft. Und deswegen, er kommt wieder zu Shiloh, das ist entfernt von das da, ja, von Ashdod. Und all seine Klamotten, all seine Kleidung ist zerrissen. Und Erde ist auf seinem Kopf. Warum? Um zu zeigen, Trauer, dass er traurig ist, wegen dieser schlechten, schrecklichen Sachen. Er kommt in die Stadt. ויבוא והנה אלי יושב על הכיסא יד דרך המצפה כי היה לבו חרד על ארון האלוהים וישבע להגיד בעיר ותזעק כל העיר וישמע אלי את כל הצעקה ויאמר מקולי המון הזה ואיש מיהר ויבוא ויגד לאלי ואלי בן 98 שנה ואין אף כמה ולא יכול לראות und jetzt אלי er war schon 98 Jahre alt und Er wartet schon, okay, was passiert mit meinen Söhnen? Ich möchte schon erfahren, ja, all diese Sachen. Er konnte nichts sehen, haben wir ja gesagt, er war schon blind. Und er kommt in die Stadt. Eli war in der Stadt, aber am Ende der Stadt, ja, wo Stadt ist Rand, ja, sozusagen. Aber trotzdem, Shaul, er geht zuerst in die Stadt rein, erzählt alle dort, was passiert ist. Eli, er weiß doch nichts. Und er fragt jetzt, was ist passiert? Kommt Shaul nachdem er schon alles erzählt hat in die Stadt, kommt er wieder zu Eli. Eli hat schon das gehört, ja, dass er gekommen ist. Er sagt ihm, ja, was ist passiert? Vayomer ha'ishel Eli, anochi aba min ha'maracha, ich bin von dem Front. Also es ist keine schlechte Nachricht, dass vielleicht ein Gerücht, ja, dass er jetzt in die Stadt kommt. Schlechte Situation oder sowas. Nein, ich war dort. Ich bezeuge, dass was war. War in meiner Maracha, ich war dort selber. Nasti Ayom. Heute war das. Ich irre mich nicht. Das war heute der Krieg. Also, ich bin heute gekommen von dem Kriegsort. War immer mehr da war Benny. Okay, sag mir, was ist passiert? War ja noch was er. War ja mein Nas Israel, ich freue mich nicht. Wir haben gefangen, oder ich darf am. Wir haben schon eine Bane Hametu. Hoffi und Vichas. Warum ein Leumin Kacham? Er sagt ihm, die ganz schlechte Sachen. Erstens, Plishtim haben uns umgebracht. Am Anfang 4.000, jetzt 30.000. Und wir sind schon weggelaufen von denen, aber trotzdem, sie haben uns umgebracht, weiter und weiter. Und die zwei Söhne von dir, zweite schlechte Nachricht, sind gestorben. Er sagt ihm nicht so, irgendwie, schau, sofort. Das werden wir auch erklären. Und deine zwei Söhne sind gestorben und sogar die Bundeslade wurde geschnappt von Plishtim. Alles laut der Reihenfolge hat er ihm erzählt. Zuerst Krieg, wir wurden umgebracht. Shaul hat es an Eli gesagt. Dass zuerst die Amisrael sind gestorben, 30.000, danach deine zwei Söhne sind gestorben, danach die Bundeslade wurde geschnappt von Plishtim. Aber Shaul hat Erbarmen, 88 Jahre alt, er kann nicht sehen. Seine zwei Söhne sind gestorben. Aaron Abrit ist schon weggelaufen, also wurde geschnappt. Sag es irgendwie so indirekt oder mit Zeichen. Sondern Shaul, er wusste das nicht, dass Eli es nicht gewusst hat. Er dachte, okay, Eli hat schon erfahren, diese Sache. Deswegen, weil er hat schon alle erzählt. Er dachte, okay, Eli kennt sich eh aus, aber er wollte nur in Details vielleicht wissen. Okay, ich sage ihm die Details. Ja, deine Zeit ist gestorben, alle Sachen, ja. Aber er dachte, dass Eli schon diese schlechte Nachricht erfahren hat. Und jetzt aber wollte ihm nur fragen, detaillierter. Aber ja, er hat ihm alles erzählt, frontalisch alles. Und jetzt?
ויהי כיזכיר את ארון האלוהים, ויפול מעל הכיסא האחורנית, בעד יד השער, ותישבר מפרקתו וימות, כי זקן האיש וכבד. והוא שפט את ישראל 40 שנה. על זה גזקת, אל תשלחת בזרח נפסים זינט, אוקיי, יזקת, אוקיי, פשטי דס, אז אלי, של גשרים, זה נאהוג זינט, ואן אהוב, ראוף, יא, זו, זה, הקונטי נחזן. Und deswegen ein blinder Mann, warum leider Gottes, ja, lo aleno, warum ist ihre Auge so konstant und bewegt sich nicht? Weil sie müssen es nicht bewegen. Weil was, egal, wohin sie schauen, alles ist, keine Ahnung, ja, ich, was sie sehen. Aber leider Gottes, ja, lo aleno. Und deswegen auch bei Eli war diese Sache. Er hat, seine Augen waren konstant drauf, ja. Und deswegen, ja, das ist, was da geschrieben steht, dass seine Augen kamen, ja, sie waren so drauf. Und als er gehört hat, diese ganze schlechte Nachrichten, Am Israel sind gestorben und deine zwei Söhne sind gestorben. Und er sagt, okay, ach, schlechte Information, aber okay, die zwei Söhne sind gestorben, okay. Aaron Hashem wurde von denen genommen. Als er das gehört hat, er hat einen Schock bekommen. Er ist von seinem Sessel runtergefallen nach hinten, auf seinem Genick, also, ich komme jetzt zu Nacken, auf seinem zerfahrenen Nacken und dort... Aber heißt es Genick auf... Genick, ja. Genick gebrochen und so ist er gestorben. Aber wie ist er gestorben? Normalerweise von Genick stirbt man nicht. Ja. Naja. Kommt drauf an, ja, kommt drauf an. Nicht immer muss man sterben. Manchmal passiert es, dass man, also nicht mit Genick, von hinten, ja, dass man blind ist, ja. Aber warum ist er da gestorben? Erstens, weil er alt war. Zweitens, weil er war auch sehr schwer. Und dass er runtergefallen ist, er alt und schwer, er ist schon gestorben. Und er war der Richter von Am Israel, auch ein Schofet, 40 Jahre lang. Das kann man auch sagen, ja, weil er schon 40 Jahre lang war, Schofet war, das war schon schwer für ihn, ja, die ganze Last von Am Israel. Weiter. Vechalato eshet Pinchas hara lalat. Die Schwiegertochter von ihm, von Eli. Die Frau von Pinchas, einer von den Schlechten, ja. Ich muss noch etwas sagen, bevor wir das machen. Hofni und Pinchas sagt uns der Midrash, als sie gestorben sind, sie haben Olam Abam. Die sind zwei Giganten, noch einmal, nicht dass wir sagen, ja, die sind der Reshaim Chas V'Chalila, nein. Zwei Giganten, nur laut ihrer Stufe wurden sie bestraft auch. Und jetzt, aber weil sie die Strafe bekommen haben, sie haben Olam Abam natürlich. Weil was steht jetzt hier geschrieben? V'gam shne banecha metu, die zwei Söhne von dir sind gestorben, von Hofni und Pinchas, v'aron Eloim nikacha. Und Bundeslade wurde auch geschnappt. Das bedeutet, das war, warum steht da geschrieben, nebeneinander, sie sind schon heilig geworden wie die Bundeslade. Deshalb, wenn sie jetzt oben sind, sie haben schon ihren guten Teil in der nächsten Welt. Weil da haben sie schon die Strafe bekommen. Und jetzt weiter. Die Schwiegertochter von Eli, die Frau von Pinchas, sie war schwanger. Und sie hat das auch gehört. Was ich meine, Eli lakach aron Elohim, dass man all die Sachen, die ist passiert, aber die schlimmste Sache, was sie gehört hat, dass die Bundeslade geschnappt wurde und Umet Chamia Veisha und ihr Schwiegervater ist gestorben. Der hohe Priester, Prophet und all die Sachen, Schofet von Am Israel ist gestorben. Und ihr Mann ist gestorben. Plötzlich von diesen lauter schrecklichen Sachen und besonders der Höhepunkt für schlechte Sachen war, dass die Bundeslade geschnappt wurde. Und sie musste jetzt gebären. Warum? Weil sie war schwanger. Aber das war nicht die Zeit. Das war frühzeitig. Es gab ein Balagan bei ihrer Wehen, ja, bei Zirim. Und plötzlich, deswegen ist sie schon kurz vor Sterben. Uchet muta vate daber na nitzavot alea al tiri ki ven yaladet velo aneta velo shat talibam. Sie hat jetzt einen Sohn bekommen und die Frauen daneben, die ihr geholfen haben, sie haben gesagt, hab keine Angst, wir sind, du hast einen Sohn bekommen. Das bedeutet, schon eine gute Nachricht. Stimmt, es gab viele schlechte Nachrichten. Aber komm, du hast einen Sohn bekommen. Aber sie hat nicht geantwortet. Vatikra lanar, sie hat ihn genannt, Ichavod. Warum Ichavod? Lemor gala kavod Israel. Eli lakach aron Elohim, vel chamia v'isha. Vatomer gala kavod Israel, ki nilkach aron Elohim. Und sie sagte, sie hat ihn genannt, Ichavod. Ichavod, kein Respekt, keine Ehre. Warum keine Ehre? Weil jetzt die Ehre von Am Israel ist nicht mehr da. Aus 30.000 Menschen wurden umgebracht. Eli, der hohe Priester, ist gestorben. Die zwei Priester sind gestorben. Und Aaron Brit Hashem wurde gestraft von den Plishtim. Das ist bei denen, bei Nichtjuden. Die Bundeslade. Aus, es gibt keine Ehre jetzt für Am Israel. Deswegen hat sie die Saison genannt
Ichavod. So schlimm war das, diese Sache. Nächste Kapitel, das war der vierte Kapitel. Nächste Kapitel, sehr spannend, werden wir noch lernen. Natürlich, die Plishtim, sie haben gesagt, ja, was haben wir gesagt? Es gab Rishaim von denen, die gesagt haben, ja, was kann Gott schon machen? Was kann er schon machen? Was kann Gott euch machen? Wenn lernen, neue Plagen sind gekommen auf denen, auf sie. Erstens, weil die Bundeslade genommen haben und alle Sachen. Wie haben wir die Bundeslade zurückbekommen? Sehr, sehr spannend, werden wir besonders noch weitermachen.